Hello, schön, dass du da bist. Ich komme gerade aus einer Beratung heraus mit einer Klientin, die ich schon länger begleite. Und ziemlich überraschend für mich habe ich erfahren, dass sie mit ihrem Ex-Partner, der gleichzeitig auch ihr Ex-Mann ist, wieder zusammen ist. Seit 2 Wochen. Sie hat eigentlich nur gesagt, naja, lass mal halt einmal laufen und schauen wir mal, was passiert. Er ist losgezogen und hat jedem erzählt, dass sie wieder ein Paar sind. Eltern, Familie, alle wissen darüber Bescheid. Jetzt ist es so, sie hat damals die Beziehung und auch die Ehe in weiterer Folge beendet, Scheidung eingeleitet, auch schon durchgeführt. Alles sind also seit längerer Zeit schon auseinander. Und er ist zu ihr gekommen und hat gemeint, er würde so gerne wieder probieren und es wäre doch so schade, diese 10 Jahre wegzuwerfen. Ja, und er hätte an sich gearbeitet und sie hat ihm ja mehrfach auch schon vor der Trennung zu verstehen gegeben, was die Punkte sind, warum sie aus der Beziehung raus möchte, warum das für sie einfach nicht mehr funktioniert. Und er weiß das ja alles und er hat an dem gearbeitet und er weiß jetzt, dass er das schaffen kann und sie soll ihm noch eine Chance geben. Gut. 2 Wochen später, also sprich heute, unser Termin. Und sie sitzt da und weint. Sie sitzt da und weint und ist total im Stress mit ihren Emotionen, weil sie merkt, dass das, was er versprochen hat, nicht umgesetzt wird, dass das, was er angeblich geändert hätte, zum Teil vielleicht ersichtlich ist, aber umgekehrt eben viele Dinge auch nicht funktionieren. Ja. Und dass vor allem, wenn sie ihn dann darauf anspricht und sagt, du, wir hatten doch gesagt, das und das zum Beispiel, und ich merke, das funktioniert jetzt irgendwie doch nicht, dann ist seine Antwort darauf, naja, du musst auch verstehen, ich gebe mir zwar Mühe, aber du hast mich mit der Trennung damals wirklich verletzt und gekränkt und ich kann halt auch nicht so schnell aus meiner Haut heraus. Leute, niemand, niemand sollte 2 Wochen nach dem Beginn einer neuen Beziehung mit seiner Liebeskummertante da sitzen und weinen. Das ist nicht der Plan, das ist nicht okay, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass was nicht stimmt, wenn du 2 Wochen nach der Beziehung da sitzt und weinst und so einen Stress hast, dass du schon körperliche Symptome hast. Und es ist egal, ob das jemand ist, den ihr neu kennenlernt, ja, oder ob es jemand aus eurer Vergangenheit ist, den ihr schon kennt. Es ist sogar schwieriger, weil ganz ehrlich, ich habe sie auch gefragt, sag ich, stell dir vor, das wäre jemand, den du neu kennengelernt hättest und der würde sich 2 Wochen, nachdem ihr, oder eigentlich er dich ein bisschen überrollt hat und gesagt hat, ihr seid jetzt zusammen und ihr seid jetzt ein Paar und er würde sich so benehmen wie dieser Kandidat jetzt, ja. Sagt sie, wäre ich weg? Wäre ich weg? Aber natürlich, weil es der Ex ist und weil man ja gesagt hat, man gibt eine zweite Chance, stellt sich natürlich die Frage, erstens, wie lange schaue ich mir das an? Zweitens ist man natürlich von der Nostalgie ein bisschen getragen. Drittens denkt man sich, naja, er gibt sich ja Mühe, wie hoch darf ich, muss ich meine Ansprüche setzen? Ja? Wie viel Spielraum muss ich ihm lassen, das Ganze auch zu schaffen? Ich verstehe das alles nochmal. 2 Wochen nach Beginn einer neuen Beziehung, egal ob mit dem Ex oder einem anderen, solltest du nicht sitzen und weinen. Das ist ein Red Flag sondergleichen. Ja? Wenn jemand, der dich zurückbekommt, noch dazu in dieser Zeit da sitzt und sagt, ja, ich wollte dich zwar zurück, aber ich schaffe jetzt nicht alles so umzusetzen und du musst immerhin auch verstehen, dass du mich so gekränkt hast.
nicht böse sein. In Wien gibt es dieses wunderschöne Wort, Euler. Also, ich arbeite mit so vielen Klienten zum Thema Ex zurück. Und das, obwohl ich, wer mir ja schon länger folgt, weiß das, ja, sehr skeptisch zu dem Thema bin und eine abseits des Mainstreams, wenn schon überhaupt, Strategie verfolge, die auf lange Frist ausgelegt ist. So, die Klienten, mit denen ich dran arbeite, und wir reden von Monaten, ja, die über Monate dran arbeiten, an sich arbeiten, an der Veränderung arbeiten, die es braucht, damit die Beziehung vielleicht doch noch mal eine Chance hat, und die dann hingehen und die einen dafür offenen Partner oder Partnerin, egal wie, egal ob das Mann oder Frau ist, ja, die dann tatsächlich diese Chance kriegen, dass der Ex, die Ex sagt, ja, okay, probieren wir es noch einmal. Diese Klienten sitzen bei mir und strahlen über das ganze Gesicht und sind glücklich wie weiß der Kuckuck was, weil sie natürlich monatelang auf dieses Ziel hingearbeitet haben und jetzt sind sie am Ende ihres Zieles, oder wie sagt man, also sie haben ihr Ziel erreicht, ja. Puh, eigentlich sollte jetzt ausatmen, glücklich sein, ja, und auf Wolke 7 schweben dran sein. Und zwar für beide Partner sollte das so sein. Ja, aber nicht, dass der, um den eigentlich gekämpft wird, sich auf einmal anhören kann, naja, alles schafft man jetzt auch nicht, weil immerhin hat der einen ja verletzt mit der Trennung und 2 Wochen später schon da sitzt vor lauter, ich weiß nicht, alles hat er mal versprochen, aber irgendwie ein bisschen was sehe ich, aber es ist ein Müh im Vergleich zu den Metern, die notwendig wären, ja. Wenn das jemand in dieser Phase schon umdreht, wenn jemand in dieser Phase schon schlampert, wie man in Wien sagt, ist, ja, mit der Beziehung, mit den Emotionen, dich schon für selbstverständlich nimmt, ja, sich nicht mehr bemüht und im Gegenteil sogar schon umdreht, ja, und das zurücktorpediert, das ist kein gutes Zeichen. Und ich plädiere dafür grundsätzlich, wenn man schon einmal gegangen ist, hat das einen Grund gehabt. Wenn man da jetzt wieder zurückkommt, ich verstehe dieses emotionale Wirrwarr, ja, dieses, oh, wir waren so lange zusammen, wir waren verheiratet, wir haben ja auch eine Geschichte miteinander und er hat recht, ja, und vielleicht sollte man es doch nicht so einfach wegwerfen. Es ist so leicht, sich in dieser Geschichte zu verfangen. Ja. Trotz alledem, wenn es nicht La La Land ist, ja, sondern Dramaland ist, nach so kurzer Zeit schon, dann ist es schlauer, das wirklich auch mal mit einem großen Schritt zurück wieder von einer analytischen Seite her zu betrachten, weil es eben so einfach ist, sich in den Emotionen zu verfangen. Wir haben jetzt, ja, erarbeitet, dass sie eine Aufgabe, dass ich es rauskriege, eine Aufgabe macht. Eine Beobachtungsaufgabe. Und zwar ist es so, dass sie die Punkte, die sie sich gewünscht hat, dass sich ändern, das waren 4 Punkte, ja, dass sie sich diese 4 Punkte nochmal notiert, am Handy, in den Notes, wo auch immer. Ja, sie notiert sich diese Punkte noch einmal und sie schreibt jetzt 14 Tage lang auf, gibt sie für jeden dieser Punkte, vergibt sie simpelst Schulnoten. Hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja, dann schauen wir einmal weiter und gehen es nüchtern betrachtet von außen an und sagen, okay, schafft er 3 Punkte super und nur einer ist einfach nicht zum Darrennen. Ja. Vielleicht gibt es dann einen Verhandlungsspielraum. Sind alle nur so mittelmäßig? Wie ist es dann? Sind alle eigentlich nur zwischen 4 und 5 und man ist in Wahrheit nur da, weil man eben so eine lange Geschichte miteinander hat und sich irgendwie doch noch schwer tut, weil man wieder so eingesogen worden ist, zu sagen, nee, passt noch immer nicht. Ja, dann schauen wir weiter. Ich erzähle dir das, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dir diese Übung, die kannst du ja auch alleine machen, vielleicht ein Tool an die Hand gibt, um auch ein bisschen Abstand zu kriegen und wieder ein bisschen nüchterner drauf zu schauen. Ja.
wenn ich dich dabei begleiten soll. Ja, meine Praxis ist, wo du bist. Ich arbeite über Video, über WhatsApp, über Google Meet, über Skype. Die Möglichkeiten sind so groß, es ist völlig egal, wo du bist, es ist völlig egal, wo ich bin. Nutz die verbilligte Kennenlernstunde, nimm dir eine Stunde. Wenn du vorarbeitest mit dem Tool, können wir zu zweit in dieser einen Stunde Dinge schaffen, die andere wochenlang mit sich herumringen. Ja? Für heute, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören. Ich bin Sabine Weiß von der psychologischen Beratungspraxis Herzmut und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Mua.